So, hallo und herzlich willkommen zum Fatal 5-Way Cast. Heute reden wir über den Pay-Per-View Elimination Chamber. Ja, und das Ganze fing natürlich in der Kickoff-Show an mit dem Cruiserweight Championship Match zwischen Buddy Murphy, dem Champion, und seinem Herausforderer Akira Tozawa. Ich fand, es war ein ziemlich gutes Match, war ziemlich schnell. Was sagt ihr dazu? Ja, ich finde das Match unheimlich stark, weil jeder hatte seine Spots. Man wusste wirklich vom Verlauf des Matches her nicht so richtig, wer jetzt gewinnt. Also es hatte jeder seine Möglichkeiten, aber schlussendlich, klar, Buddy Murphy hält den Titel. Jeder, der sich ein bisschen weiter mit Wrestling beschäftigt, wusste, dass er den Titel behält. Von daher war es kein großes Geheimnis. Aber das Match war halt schön aufgebaut mit den verschiedensten Spots. Harte Spots, High-Flying-Spots, war alles da. Man wusste vom Verlauf her eben nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich fand's gut, kann man gerne so machen. Nur das nächste Mal bitte nicht wieder mit Akira Tozawa, weil das wird langsam echt langweilig. Ja, soweit stimme ich dir auch zu. High-Flying-Spot, Technik, Schnelligkeit, alles da, alles vorhanden, auch mal Power-Moves. Ja, mit Akira Tozawa, er war jetzt zweimal hintereinander beim Pay-Per-View in dem Match. Ja, kann man drüber sagen, was man will. Es wird vielleicht ein bisschen langweilig dann. Ja, ich hoffe, dass der Tony Nies als nächstes den Spot bekommt, aber ansonsten ein sehr schönes Match. Mit auch vielen Nearfalls, weil Akira Tozawa ja ein-, zweimal sehr, sehr kurz davor war, den Titel zu gewinnen und es dann doch nicht geschafft hat. Ja, war auch eine gute Match-Story, also ich bin zufrieden. Ja, also zu Buddy Murphy, mir kommt das so vor, als würde er in seinen Titelmatches immer ein bisschen schwächer dargestellt werden als der Gegner, warum auch immer. Aber das Match war ziemlich gut. Man hatte, wie gesagt, die High-Flying-Spots, man hatte einen Akira Tozawa, der zeigen durfte, was er konnte. Gerade auch sein Senton, während Buddy Murphy hier am Seil hing, da habe ich auch erst kurz gedacht, war es das jetzt? Dann war es das aber nicht. Hat mich ein bisschen überrascht. Und am Ende kam dann der Murphy's Law aus dem Nichts und Buddy Murphy verteidigt. Finde ich die richtige Entscheidung. So zieht man das Ganze jetzt hoffentlich mit Akira Tozawa nicht mehr weiter, weil im Royal Rumble Match wurde er nicht gepinnt, glaube ich zumindest. Ich glaube, das war Hideo Itami, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber ich hoffe, es kommt auch ein anderer Gegner. Ich denke aber nicht, dass es Tony Nese wird, denn Tony Nese, denke ich, wird zu WrestleMania. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer es bei Fastlane wird. Ja, ich fand's auch relativ interessant. Hatte zwischendrin echt gedacht, dass Akira Tozawa gewinnt, weil er wirklich ziemlich die Oberhand hatte zwischendrin. Aber im Endeffekt, ja, der bessere gewinnt. Glückwunsch nochmal über die Murphy, dass er gewonnen hat. War ein schönes Match. Da muss ich meinen Vorrednern echt recht geben. Schöne Moves, High-Flying-Moves. Ein sehr schönes Cruiserweight-Match für die Kickoff-Show, auch ein sehr gutes Match. Ja, da muss ich euch auch zustimmen, was es waren. Sehr schöne High-Flying-Moves. Am Ende wurden sie, oh mein Gott, da waren wir da gesessen. Was machen die da, ne Daniel? Ja, ich erinnere mich noch, ganz dunkel. Oh mein Gott. Und dann dieses Senton, da wo der im Ringseil war. Da habe ich auch schon gedacht, das ist das Ende gewesen. Aber ich denke auch nicht, dass Akira Tozawa jetzt nochmal eine Chance auf den Titel bekommen wird. Ich glaube auch nicht, dass Tony Nese der nächste Gegner sein wird. Wer weiß denn, ob die überhaupt bei Fastlane auf der Matchcard draufstehen werden. Sind ja immerhin nur noch 3 Wochen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie wieder auf der Matchcard stehen. Und ich weiß inzwischen auch, warum sie immer in der Kickoff-Show stehen. Und wenn das der tatsächliche Grund dafür ist, finde ich es auch relativ versöhnlich, weil sie nutzen einfach die Cruiserweights, um die Crowd anzuheizen. Und das funktioniert ja meistens ganz gut. Ich predikte jetzt, dass wir bis nach WrestleMania keinen neuen Cruiserweight-Champion sehen werden, weil der Kommentator bei Elimination Chamber irgendwie gemeint hat, dass er nur noch, ich glaube, 65 Tage oder so von der längsten Titelregentschaft weg ist. Und ich denke, diese Schiene wird man jetzt beibehalten und wir werden frühestens nach WrestleMania einen neuen Cruiserweight-Champion sehen, einfach damit er diesen Punkt noch überschreiten kann. Dann ja, denke ich aber auch, dass Tony Nese in naher Zukunft nicht eine Titelchance bekommen will. Meine These ist, dass er ihm den Titel abnehmen wird. Ja, das war auch eigentlich meine These, dass Tony Nese ihm den Titel abnimmt, weil die beiden sind ja im Moment onscreen sehr nah, also sehr viel miteinander zu tun haben die da. Und da habe ich eigentlich gedacht, dann lässt man einfach Buddy Murphy gegen Tony Nese turnen, sodass Tony Nese dann geht.
gegen Buddy Murphy und ihm den Titel abnimmt. Das kann natürlich auch so passieren. Aber wenn das wirklich so ist, dass er nur noch 60 Tage oder so hat, bis er Neville übertrumpft, dann könnte es natürlich so sein, dass man ihn noch so lange Champion sein lässt und es dann erst macht mit Tony Nies. Da bin ich gespannt. Ist eine gute These, Daniel. Muss ich echt sagen. Naja, ich gehe mal davon aus, dass die WWE halt auch auf der Schiene versucht, oder was heißt versucht, sie wird ja dann Neville, was die Regentschaften angeht, aus den Geschichtsbüchern wieder rausstreichen können, mit jemandem, der wenigstens noch für die WWE arbeitet. Das hat man ja früher auch mit CM Punk gemacht und Brock Lesnar. Zwar mit dem Falschen, aber naja. Gut, das ist ein Thema, da werden wir immer drüber diskutieren. Ich glaube, wir sollten mal weitermachen. Ja, dann gehen wir doch direkt zum Eröffnungsmatch von Elimination Chamber, also von der Hauptshow, nämlich dem Damen-Tag-Team Elimination Chamber-Match. Und es hat alles angefangen mit Sasha Banks und Bayley und Sonya Deville und Mandy Rose. Ich fand, es war ein sehr gutes Match mit ein, zwei kleineren Spots und ja, ich fand gut, dass auch die Iconics gut dargestellt wurden eigentlich. Dass sie jemanden eliminiert haben, fand ich super. Und am Ende haben dann Sasha und Bayley gewonnen, nachdem Nia Jax einmal komplett durch so einen Pott geflogen ist. Ja, kann man machen. Ich fand's ziemlich gut. Also das Match an sich war auf jeden Fall ziemlich gut. Man hatte ziemlich viele Spots, muss ich schon sagen. Was man von den Frauen auch eigentlich nicht dachte. Ich dachte, die Spots sieht man eher bei den Männern. War dann bei den Männern nicht so, aber da kommen wir später noch dazu. Ja, am Ende mit Sasha und Bayley war ein bisschen vorhersehbar. Das war ja, glaube ich, seit Evolution schon so, dass man das wusste. Für mich überraschend war allerdings, dass Mandy Rose und Sonya Deville ganz am Ende noch dabei waren. Ich dachte, die wird irgendwie früher eliminiert. Mich freut's. Aber am Ende dachte ich auch wirklich, dass Mandy Rose das vielleicht noch gewinnen könnte, weil ich dann auch wieder ein bisschen enttäuscht. Ich fand's allerdings gut, dass man den Iconics auch einen Spot gegeben hat, indem sie hier Naomi eliminiert haben. War auch ein ziemlich guter Pin, ein ziemlich guter Roll-Up. Deswegen muss man den schon lassen. Naja, und Tamina auch richtig gut rausgenommen. Also eigentlich gibt's nichts Schlechtes über das Match zu sagen. Ja, ich fand's auch ganz interessant. War echt ein schönes Match. Ganz interessant. Schöne Höhen und Tiefen. Mein Highlight des Matches war tatsächlich, wo Nia Jax mit viel Schwung und Anlauf durch die Chamber gebrochen ist. Ich dachte, wäre das zweite Glas hinten nicht gewesen, wäre sie wahrscheinlich komplett durchgeflogen. Das war am Ende wieder der entscheidende Punkt zum Sieg von Sasha und Bayley, weil danach wurde Tamina gepinnt, da Nia Jax sich sozusagen selbst eliminiert hatte. Aber das ist ein schönes Match, wie die anderen schon gesagt haben, mit Iconics, die ja auch einen Pin abstauben durften. Das Lustige da war, danach, sie haben sich gefeiert und gucken sie um, denken so, ups, jetzt gehen alle auf uns. Aber ansonsten, echt interessantes Match. Schön, dass man die Frauen auch mal so ein bisschen fördert, nicht nur ein normales Tag Team Match draus macht, sondern halt wirklich ein Chamber Match. Hat echt gut gepasst, war ganz interessant, fand ich. Ich hätte mir tatsächlich nur gewünscht, dass das Match noch ein paar Minuten länger geht, was auch ein bisschen mit unserem serverinternen Tippspiel zu tun hat, weil ich habe getippt, dass das Match eben das längste wird, einfach um dem neuen Titel auch noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber gut, das ist wirklich meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, weil das Match an sich war wirklich, wirklich stark. Also das, was man den Frauen eigentlich von der Fachpresse her, sag ich mal, Monate vorher abgesprochen hat, so von wegen, ja, warum braucht man denn Frauen-Tag-Teams? Das will doch eh keiner sehen. Mag ich jetzt widerlegen, denn das, was ich da gesehen habe, hat wirklich Spaß gemacht und ich hätte auch nichts dagegen, wenn man den Chamber jetzt weiter benutzt, vom weiteren Aufbau her, weil warum sagt man nicht, okay, wir haben jetzt unsere Titelträger, war zwar leicht vorhersehbar, alles gut, aber Mandy Rose, Sonya Deville als letztes übrig geblieben, also gefälligst auch Number One Contender. Fertig, aus. Ende der Diskussion. So würde ich es jetzt machen, weil so hätte man den ersten Frauen-Rumble auch noch ein bisschen, Rumble, sage ich schon, den ersten Frauen-Elimination-Chamber auch ein bisschen mit weiter in der Geschichte drin. Ja, finde ich auch gut, wenn man das so macht, wie du das gerade gesagt hast mit dem Number One Contenders. Jetzt liegt es nicht daran, dass ich Mandy Rose mag. Aber was ich auch sagen muss, der Titel ist auch mal was anderes. Deswegen war ich da auch schon relativ hyped, muss ich sagen. Also, dass man da nicht wieder so einen Kindergarten-Titel gemacht hat wie die anderen, hat schon gepasst. Deswegen, ja, macht man da, denke ich, was Gutes draus. Ja, ich fand das Match auch richtig interessant. Das Beste war natürlich auch das, was Nia Jax gemacht hat. Ich dachte echt, die kracht hinten auch noch durch. Aber
Das hat bloß einen Sprung abbekommen, das Plexiglas. Ja, am Ende war es zu vorhersehbar, dass die dann Sasha Banks und Bayley gewinnen. Dachte aber auch schon bei dem Finisher von Mandy Rose, dass es das gewesen sein könnte. Da kam ja Banks nochmal gerade so raus. Ja, so wie ich jetzt schon gelesen habe, soll er auch bei NXT verteidigt werden, der Titel. Aber mal sehen, ob man da auch noch irgendwelche Tag-Teams bei NXT zu sehen bekommt. Ja, bei NXT hast du Tag-Teams mit Kairi Sane und Io Shirai. Also da ist, denke ich, viel zu machen. Ja, vor allen Dingen kannst du ja dann Shayna Baszler auch von ihrer Entourage trennen. Bitte, bitte. Und hättest mit den beiden noch ein Tag-Team, wäre ganz brauchbar. Dann stände zwar Shayna Baszler ziemlich alleine da mit ihren 5 Moves, aber was soll ich machen? Bisschen Schwund ist immer und bei Shayna Baszler fällt es eher am wenigsten auf. Ich glaube, das schadet nicht, wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht wirklich schadhaft. Von daher, ich habe da nichts gegen. Und vor allen Dingen, um mal etwas aufzugreifen, was unser Evo gesagt hat zum Tag Team Chamber generell. Wir hätten, glaube ich, alle auch nicht wirklich was dagegen, wenn man dieses Konzept des Tag Team Chambers auch mal bei den Männern bringt, weil ich glaube, das kann schon echt geil sein. Ja, schon, das kann geil sein, aber das hatten wir ja auch schon mal. Ein Tag-Team-Chamber bei den Männern. Also wäre das auch nichts Neues, aber ich finde das Konzept auch gut und ich bin gespannt, was man die nächsten Jahre mit dem Chamber noch so macht. So, wenn dann keiner mehr dazu noch was zu sagen hat, gehen wir dann direkt zum SmackDown Tag Team Championship Match zwischen den Usos und den Champions Shane McMahon und The Miz. Es war ein schönes Match mit ziemlich schnellen Aktionen auch und ein paar Spots natürlich von Shane McMahon, von wem eigentlich wieder sonst. Mit seinem Coast-to-Coast und einem Coast-to-Coast in einen Superkick rein, alles sehr schön. Und am Ende dann mit seinem Leap of Faith vom Turnbuckle runter aufs Kommentatorenpult. Und am Ende wird The Miz dann eingerollt. Und es gibt den Titelwechsel und die Usos haben jetzt wieder den Tag-Team-Titel. War ein schönes Match. Kann man so machen mit dem Einroller. Somit hat man The Miz eigentlich nicht geschadet. Also, ich fand's gut. Und ihr? Also, ich muss ehrlich sagen, jetzt vom Titelwechsel her bin ich jetzt nicht wirklich der Fan von, weil die Usos hatten den Titel schon so lange, beziehungsweise auch schon so oft. Und eigentlich wäre ich froh, wenn man jetzt mal ein ganzes Jahr über mal was Neues macht. Weil man hatte jetzt immer die ganze Zeit die Fehde mit Usos und New Day. Jetzt weiß ich nicht, ob das wieder weitergeht. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Aber da muss man auch erst abwarten. War halt irgendwie auch wieder vorhersehbar, dass sie den Titel holen. Auch wenn ich es mir gehofft hätte, dass es erst bei Fastlane passiert. Und dann auch mit Sanity oder Heavy Machine wieder, wen auch immer. Aber es ist jetzt so, das Match an sich war nicht schlecht. Ich habe auch kurzzeitig gedacht, nachdem Miz den Skullcrushing Finale gezeigt hat, dass das auch wirklich war. Aber dann kommt überraschend der Einroller. Kann man auf jeden Fall so machen. Vielleicht kein richtiges Ende zwischen den beiden. Vielleicht geht es dann noch weiter, auch wenn die automatischen Rückmatches nicht mehr da sind. Da muss man dann halt SmackDown abwarten. Ja, ich fand dieses Match auch ganz interessant. Vor allen Dingen, das haben wir, ich glaube, hier letztens schon mal gesehen oder auch sogar gesagt, dass Shane McMahon trotz seines Alters doch noch so fit ist und solche Moves machen kann. Gerade sein Sprung auf den Ansagetisch ist ja auch nicht gerade ohne der Move, dass er das so hindreht, Hut ab. Ja, da dachte man eigentlich, oje, das war's schon, nachdem der eine der Uso-Bruder, ich glaub Jay war's, der auf dem Tisch lag, der dann echt K.O. war. Aber dann kam es so anders, der Jimmy hat dann dem Miss einen die Rolle gewonnen. Ja, kann man so machen. Ist sehr interessant. Ja, wie die anderen gesagt haben, durch den Move hätte man von dem Miss kurz vorher, hätte man fast, als wär's schon gewesen, aber gut. Warum auch nicht? Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, ob die Usos weiterhin Tag Team Champion bleiben, wie es mit Rivalitäten aussieht. Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Ja, um mal auf Shane zu sprechen kommen, auf das Alter. Der hat nach ein paar Minuten saßen wir schon da und der hat schon gepumpt wie Schwein und schon so geschwitzt. Dann hat er die Coast to Coast gezeigt, also einen. Dann habe ich gleich vorausgesagt, dass der zweite schief gehen wird. Prompt ist es passiert. Ja, es war irgendwie vorhersehbar, dass der zweite Coast to Coast schief gehen wird. Ich finde es jetzt auch scheiße, dass die Usos Champion geworden sind. Meiner Meinung nach hätte ich sie nicht gebraucht, dass auch schon öfters Champion waren und relativ lang. Hab auch nicht damit gerechnet, dass Shane und Miz so schnell den Titel verlieren, aber an für sich war es ein gutes Match. Das einzig Gute an diesem Match waren die Spots von Shane. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil dieses Match hat für mich zwei große Probleme. Erstens, Usos hängen mir zu den Ohren raus. Ich habe zwar im Vorfeld gesagt, die Usos werden den Titel bekommen, aber da sind wir genau an dem Punkt, der das größte Problem in diesem Match für mich ist. Wir bewegen uns im Moment in einer WWE-Zeitblase, wo es scheinbar reicht, laut genug zu schreien, dass irgendwas scheiße ist,
um alles in den Arsch geschoben zu kriegen. Das ist so, wah, wenn man mal das Gesamtpaket nur der letzten 7 Tage nimmt, jeder normale andere Wrestler wäre unter normalen Umständen nach der Meldung, dass er betrunken Auto gefahren ist, wobei, ich glaube, das war nicht er selbst, aber er hat sich mit der Polizei angelegt, wäre bestraft worden von der WWE. So. Und nur, weil im April der Vertrag der Usos ausläuft, passiert hier nicht und man schiebt ihnen noch den Titel in den Arsch. Nee, furchtbar. Ja, da stimme ich auch so zu. Ist nicht ganz richtig, was da so die ganze Zeit passiert. Revival hatten sich gemeldet, wir sind unzufrieden, wir wollen gehen. Kriegen sie den Titel, kann man verstehen. Damit man sie nicht verliert an AEW. Dann passiert das mit dem Uso und seiner Frau Naomi. Was passiert? Die Usos kriegen den Titel, weil sie angeblich unzufrieden sind. Ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ansonsten bin ich auch eher froh, dass man jetzt die Usos hat, als schon wieder den New Day. Also, naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Zumal ja schon beide Uso-Brüder mal öfters negativ aufgefallen sind und immer wieder Probleme mit der Polizei hatten. Deswegen verstehe ich nicht, was die WWE daran so toll finden wird und keine Konsequenzen zieht. Das kann ich dir sagen, das ist genau der Punkt. Die warten jetzt, bis der scheiß Vertrag neu unterzeichnet ist und dann kann man wieder ganz normal mit denen arbeiten, weil dann dürfen sie ja wieder 3 Jahre nichts machen. Super geil. Ach nein, mehr im Moment neue Verträge. Maximal 5 Jahre. Juhu! Also ich denke, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Herkunft von den Usos zu tun, also deren Familie, dass man da die nicht so irgendwie bestrafen möchte. Dann ist es aber absolut unfair allen anderen Wrestlern gegenüber. Also ich kann nicht aufgrund der Herkunft sagen, ach nö, die haben was mit The Rock zu tun. Die werden mit Samthandschuhen angefasst. Und alle anderen sind der Arsch. Das geht nicht. Ich muss jetzt aufhören, sonst explodiere ich hier gleich. Ja, wenn dann keiner mehr irgendwas zu diesem Match zu sagen hat, würde ich sagen, gehen wir direkt zum dritten Match. Dem WWE Intercontinental Championship Match. Zwischen Finn Balor gegen Bobby Lashley und Leo Rush. Ja, das Match fand ich ziemlich schade. Es war relativ langsam, bis auf ein paar Moves von Finn Balor, die Schwung reingebracht haben. Hat mir das Match nicht wirklich gefallen. Hat auch nur 9 Minuten gedauert, bis dann Finn Balor Leo Rush gepinnt hat, um Bobby Lashleys Titel zu holen. Ja, warum nicht? Am Ende hat dann Bobby Lashley noch Leo Rush attackiert. Was habt ihr dazu zu sagen? Also für mich war das definitiv vorhersehbar, seitdem man wusste, dass Leo Rush mit in dem Match drin ist, dass Finn Balor den Titel gewinnt. Aber an sich ist es die gute Entscheidung, denn Finn Balor hat jetzt 2 Jahre lang keinen Titel mehr gehalten und er hat es jetzt einfach auch unnormal verdient. Der reißt sich wirklich von Tag zu Tag, beziehungsweise Woche zu Woche den Arsch auf und kriegt jetzt endlich den Push, den er verdient. Und das freut mich, dass man hier Leo Rush pinnt, war eigentlich klar, denn man möchte Bobby Lashley natürlich auch nicht deswegen schwächen. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe nur nicht, dass es noch ein Rückmatch gibt, weil dann muss man Finn Balor gewinnen lassen und dann schwächt man ihn ja irgendwie doch. Ja, ich fand's auch gut. Endlich haben sie Finn Balor mal das gegeben, was er verdient. Weil Finn Balor ist ein klasse Wrestler, hat man ja schon sehr oft gesehen. Ja, erster Handicap-Match zu jenen 2 Leute könnte schwierig werden, aber sie haben uns für sich für den richtigen entschieden. Ja, wie Lucky schon sagte, man will Bobby Lashley ja nicht schlecht machen, von daher hat man die Rush pinnen. Ja, ganz interessant war auch das Segment kurz nach dem Match, dem Finn Balor schon weg war, hat es Bobby Lashley nicht ganz so gefallen, wie das geschehen ist. Und er hat dann Leo Rush doch noch ein bisschen Schaden zugefügt, verprügelt, wie man das auch nennen mag. Was echt ganz interessant war, aber verständlich. Leo Rush war am Ende daran schuld, dass er seinen Titel verloren hat. Und dadurch konnte man seine Aggression, seine Wut, seine Enttäuschung echt verstehen. Wächste Tatsache an dem Match meinerseits war, glaube ich, tatsächlich, dass sich die WWE auch hier mit Bobby Lashley wieder in eine Sackgasse gebucht hat, weil sie hatten schlussendlich aus meiner Sicht gar keine andere Chance, als das Ganze über Leo Rush zu lösen, weil man im Vorfeld Bobby Lashley sowas von aufgepumpt hat, dass es unmöglich gewesen wäre, das vernünftig zu erklären, wenn Finn Balor im Alleingang das gewinnt. Nicht, dass ich Finn Balor als schlechten Wrestler bezeichnen will, aber ich meine, wir wissen alle, wie das die letzten Wochen gelaufen ist. Lashley war gefühlt unschlagbar. Lashley hat sich sogar in Fäden eingemischt, in denen er eigentlich gar nichts zu suchen hatte. Und
stand plötzlich da als der unbesiegbare Pfeiler. Und dann in einem Singles-Match wäre für den normalen Baylor, glaube ich, ein bisschen unrealistisch gewesen. Also geht man den Weg über Leo Rush. Fand ich jetzt nicht verkehrt. Ich mag den Typ eh nicht. Den hätte man ruhig gerne noch viermal mehr falten können, weil mir geht er einfach nur auf den Keks, auch wenn es sein Job ist. Ich brauche ihn nicht. Kann jetzt gerne wieder zu Toro 5 gehen. Mach's gut. War schön, dich gesehen zu haben. Noch schöner, dich nicht mehr sehen zu müssen. Ja, also am Anfang war das Match halt echt langsam. Und am Ende hingegen kam dann Finn Balor mit seiner Gegenoffensive. Dann wurde das ganze Match dann etwas schneller. Dann hat sich Leo Rush eingeteckt, wo Lashley gerade den Spear gegen Balor zeigen wollte. Und wollte somit halt Lashley helfen, den Titel zu verteidigen. Am Ende kam halt dann der Coup de Grâce und so wurde Rush gepinnt. Ja, am Ende hat dann halt Lashley Rush attackiert. Die Frage ist jetzt auch, ist das Ende der Partnerschaft von dem Sprachrohr oder sieht man ihn noch an der Seite von Lashley? Ich würde ja auch sagen, er soll wieder zurück zu 2-5 Live gehen. Vielleicht hat er da mehr Aufmerksamkeit als bei Raw. Pass auf, in der Realität sieht das eher aus wie bei uns in der GDW, bei Walter und Tracer. Nur etwas von der Körperkonstellation ein bisschen anders. Lashley tritt Rush jetzt in den Arsch, bestraft ihn ein bisschen und dann ist alles wieder tutti. Also, dass Leo Rush bei 205 Live mehr Aufmerksamkeit haben wird, denke ich nicht. Ich denke, er hat bei Raw die meiste Aufmerksamkeit, die er bekommen könnte. Denn bei 205 Live hat man die einzelnen Superstars, die da gut dastehen werden, erstmal in der nahen Zukunft. Und ich denke mal, deswegen macht man das auch mit Leo Rush, damit der da nicht schlecht dasteht. Und so hat er halt Bobby Lashley an der Seite und steht halt auch nicht wirklich schlecht da und hat seine Aufmerksamkeit. Ja, ich sehe das alles. Du siehst das alles sehr nach. Scheiße, dein Mikro ist gerade abgekackt. Ja. Ah, jetzt. Deswegen tut mir leid, was hier gerade passiert ist. Ich würde dann sagen, wir gehen dann einfach mal zum nächsten Match. Beziehungsweise erstmal wurde angekündigt, dass nächstes Jahr der Royal Rumble im Minute Maid Park in Houston, Texas stattfinden wird. Da war der Royal Rumble, glaube ich, schon mal vor einer längeren Zeit. Ja, und danach kam dann Charlotte raus, hat eine ganz kleine Promo gehalten, gesagt, Becky Lynch braucht immer die Zustimmung der Fans, was sie halt nicht braucht, da sie einfach nur großartig ist und so. Diese Promo habe ich persönlich nicht gebraucht, da es von Charlotte eigentlich immer das Gleiche ist. Naja, aber dann kam direkt hinterher das Match von Ronda Rousey gegen Ruby Riott, ja, wo ich eigentlich nicht viel drüber reden will. Da es mich ziemlich aufgeregt hat, dass Ronda Rousey dieses Match nach einer atemberaubenden Matchlänge von einer Minute und 40 Sekunden gewonnen hat. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich finde es nicht gut, aber naja. Danach kam ja dann noch der Staredown von Becky Lynch und Charlotte und Ronda Rousey, wo dann Becky Lynch beide verprügelt mit ihrer Krücke. Ja, was sagt ihr dazu? Lass es mich mal so ausdrücken. Ich weiß, du wirst mich jetzt hassen und ich weiß, es wird den Podcast nicht einfacher machen. Aber ich kann da nicht mehr zu sagen, als ich habe euch vor dem Ganzen gesagt, das Ding wird nicht länger als 7 Minuten gehen. Da wurde ich ausgelacht. Und als ich habe mich bewusst über nichts spoilern lassen. Wir haben ja den Pay-Per-View später geguckt als ihr alle. Aber dieses Match, ich habe extra geguckt, nur wegen der Matchzeit. Und als ich das gelesen habe, ich habe original zu Michi gesagt, warte mal, war da nicht jemand, der extra warten wollte, wenn wir ins Discord kommen, um uns die Ohren voll zu schreien? Ich meine, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich verstehe es ganz ehrlich auch nicht. Also 1 Minute 40 ist eigentlich rein wrestlerisch eine Frechheit. Ja? Bin ich voll bei dir. Aber ja, die ganzen Herrschaften, die sich halt mehr damit befassen, haben alle gesagt, das wird ein sehr, sehr kurzes Match auf dem ganz einfachen Grundgerüst gebaut, dass sie das mit dem ganzen Riot Squad gemacht hat und man jetzt den Riot Squad erstmal als nicht ernstzunehmende Gegner darstellt. Gut, dass man das dann ja quasi einen Tag später wieder revidiert, das ist dann wieder WWE-Logik, aber da reden wir ja dann nächste Woche drüber. Schade für das Match, aber eine Sache möchte ich noch positiv anmerken für das Match. Ronda Rousey hatte endlich eine Taille, in das sie auch reinpasst. Ja, also ich weiß auch nicht, was ich zu dem Match sagen soll. Außer, dass wir es ja von Anfang an schon gesagt haben, dass die kompletten Riot Squad wegsquasht. Von daher war das mir schon klar, dass das Match nicht sehr lange gehen wird. Und die Klamotten, was er anhatte, ja,
hat es reingepasst, gut. Sieht, das Oberteil hat ein bisschen ausgeschaut wie so eine Art Shield-Klamotte. Deswegen kann man davon auch ausgehen, dass deswegen daran lag, dass er so schnell gewinnen durfte. Der Shield ist ja dafür bekannt, etwas für Chaos zu sorgen und die Matches schnell zu beenden. So war es zumindest in Anfangszeiten Shield. Ich habe zu diesem fantastischen Match nichts zu sagen. Ja, was soll ich sagen? Kurz und schmerzlos war dieses Match sozusagen. Schneller vorbei, als man gucken konnte, fand ich. Ja, wie Daniel schon meinte, war zu erwarten, weil Ronda ihren kompletten Rights abgefertigt hat. Von daher gibt es zu diesem Match echt nicht viel zu sagen. Aber ja. Michi hat mich da gerade auf was gebracht. Diese Verbindung zwischen dem Haier und der und dem Shield und der Geschwindigkeit des Matches, das habe ich noch gar nicht so betrachtet, weil so ganz falsch ist es nicht. Michi, ein Hoch auf deine Detailtreue. Ohne Witz, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja, habe ich ja schon beim Pay-Per-View gesagt, dass das so eine Art Shield-Klamotten sind. Ja, ich bin froh, dass ihr mir quasi zustimmt und auch nicht viel darüber zu reden habt. Denn da muss ich es nicht noch länger ertragen, über das zu reden. Ich glaube, wir gehen dann einfach mal weiter. Oder habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Nur noch eine Sache, um dich ein bisschen zu ärgern. Bei einer Minute 40 über etwas reden zu reden, ist schon frech. Ja, ja, ja. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Das ist gut, danke. Ja, dann also ging ich es muss sagen, das Match war Weltklasse. So, dann gehen wir mal weiter zum Match Baron Corbin gegen Braun Strowman. No Disqualification. Ja, das Match war nicht so schlecht zum Anfang hin. Doch dann kamen Drew McIntyre und Bobby Lashley an, die Braun Strowman attackierten mit Stühlen und dann Baron Corbin geholfen haben, ihn von den Stil von den Stahltreppen durch zwei Tische durchzuwerfen. Und das war dann das Ende von diesem Match. Ging gute 10 Minuten, also ja, war in Ordnung. Das nächste Mal, wo ich sagen muss, Bullshit, weil klar, man möchte jetzt die Fehde weiterziehen, aber warum? Man hat die Fehde jetzt seit Crown Jewels und einen, ich sag's jetzt extra, einen Braun Strowman gegen Baron Corbin verlieren zu lassen, ist der größte Bullshit und ist noch schlimmer, als Ruby Riott wegzusquashen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also meinerseits ist es tatsächlich so, ich habe das ganze Match nicht gebraucht. Ich verstehe, warum man es gemacht hat, weil man einfach die Fehde weiterführen will, die man unterbrechen musste, da das Match, was wir heute hatten, beziehungsweise was wir in dem Fall gestern hatten, schon bei TLC hätten kriegen sollen. Und dann kam ja die Ellenbogenverletzung dazwischen. Also zwingt man uns die Fehde jetzt wieder auf. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, das war das vom Ergebnis her einzige Match, das mich wirklich überrascht hat. Klar, es war offensichtlich, dass Eingriffe kommen werden, sonst hätte man die Regeln nicht ändern müssen und No Disqualification draus machen müssen. Ich habe aber ehrlich gesagt damit gerechnet, dass zumindest auch Unterstützung für Braun Strowman kommt und dass es dementsprechend ein bisschen anders ausgeht. Aber dass es jetzt so ausgeht, gut, ist so, ich hätte es nicht gebraucht. Was man eventuell, wenn man schlau ist, jetzt noch daraus machen kann, ist, dass man erst die Fehde zu Ende bringt oder sogar eine Dreierfehde wieder draus macht mit Kurt Angle, weil ein Braun Strowman sich jetzt darüber aufregt, dass er anderen ja in der letzten Zeit regelmäßig zu Hilfe gekommen ist und in dem Moment, wo er mal Hilfe braucht, ist keiner da. Das wäre jetzt das einzige Sinnvolle, was man noch damit machen kann. Den Rest brauche ich nicht. Fertig. Ja, so wirklich prickelnd fand ich das Match auch nicht daher. Ein Braun Strowman hätte im Normalfall locker leicht Baron Corbin platt gemacht. Aber nein, Baron Corbin braucht Hilfe von Drew McIntyre und Bobby Lashley. Dadurch hatte Braun Strowman absolut keine Chance. Ja, am Ende des Matches gab es dann eine Triple Powerbomb durch zwei Tische durch, was dann das Match verändert hat. Ja, schauen wir mal, ob sie jetzt die Fehde fertig machen oder was anderes. Weil es ist einfach nicht würdig an das Bobby, an das Braun Strowman, ihn einfach so fertig zu machen die ganze Zeit. Aber gut, wir kennen alle die WWE. Ja, also ich finde auch, das war das unnötigste Match auf der Card. Auch wenn man das durch den Aufbau vor dem Rumble wieder sozusagen ein bisschen aufgebaut hatte, nachdem es nicht so zu Ende geführt werden konnte, wie es wahrscheinlich geplant war. Die Triple Powerbomb durch die zwei Tische, ja, war schon nice, muss man sagen. Aber dass sie an Braun Strowman gegen Corbin verlieren lassen, muss ich zustimmen, das ist schon
bisschen Bullshit. Ja, ich stimme euch da auch so. Ich hatte ja auch nicht allzu viel darüber zu sagen, weil mir das Ganze auch nicht so wirklich gefällt, was da passiert. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wollt ihr über dieses Match noch irgendwas loswerden? Nein, besser ist das. Nicht wirklich, aber vergiss bitte nicht den unnötigsten Pay-Per-View-Moment überhaupt. Nein, den werde ich jetzt nicht vergessen, denn es kam der beste Pay-Per-View-Spot überhaupt, den ich je gesehen habe. Also, ja, es kam Lacey Evans Musik, wurde gespielt und dann kam sie raus, hat einen Catwalk hingelegt bis fast zum Ring, ist dann wieder zurückgelaufen und das war's. Ja, wie gesagt, fantastisch dieser Spot. Ja, nee, ich weiß auch nicht, was man damit machen wollte. Also ich fand's Also man hat Lacey Evans endlich mal einen Spotlight gegeben, das war das Richtige, was man machen konnte. Ich bin zufrieden. Big Kappa. Ich frage mich auch, was war das, Daniel Saster? Was will die denn jetzt hier? So eine Art USA Next Topmodel, so in der Art. Und dann war sie wieder weg. Ich habe genau zwei kurze Dinge zu diesem Moment zu sagen. Erstens, wenn irgendjemand, der den Podcast hört, mir erklären kann, was das sollte, möge er das bitte tun. Und das zweite ist, WWE, du schuldest mir 15 Sekunden meiner Lebenszeit. Ach ja, was sollte das sagen? Man hätte sie auch einfach im Backstage-Bereich zeigen können, um der WWE zu sagen, guck mal, sie ist heute hier. Also sie einfach rauskommen zu lassen, ein paar Schiedereien zu lassen, wieder reinzuholen. Pff, abgesehen von dem Match mit Roman eben, unnötigste Segment des ganzen Pay-Per-Views. So leid es einfach tut. Also, weiß echt ja, was die WWE in sich dabei gedacht hat. Nicht viel wahrscheinlich. Vince denkt ja manchmal eh nicht viel, damit das Gefühl. Von daher, naja, lassen wir das mal so, wie es ist. Am besten. Wir können uns eh keine Antwort drauf denken. Ja. Kostbare 15 Sekunden. Ja, Hergi. Warte. Ich will noch kurz was dazu sagen. Wenn wir schon mal einmal bei absolutem Schwachsinn, generell Schwachsinn vom Pay-Per-View sind. Ich habe ganz am Anfang eine Sache vergessen bei dem Cruiserweight-Match, was mich tierisch angekotzt hat. Das hat nichts mit dem Match zu tun. Aber diese Unart von der WWE, während eines Matches Backstage-Segmente einzublenden, ich hätte fast kotzen können. Was soll der Scheiß? Vor allem die anderen werden an einem Titelmatch. Ein normales Match wäre nicht ganz tragisch gewesen, aber es war ein Titelmatch. Ja, stimmt. Das ist mir vorhin auch gar nicht so eingefallen. Ja, wahrscheinlich, weil ich es wieder vergessen habe, weil das Backstage-Segment ziemlich unnötig war. Und vor allen Dingen, es ist generell unnötig, so ein Segment während eines Matches zu machen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Einfach ungerecht den aktiven Wrestlern gegenüber. Vor allen Dingen, wenn es auch noch um einen fucking Titel geht. So. Ich weiß gerade gar nicht mal, welches Segment ihr meint. New Day. The New Day. Ach so. Ja, stimmt. So, ich glaube, jetzt haben sich alle genug über dieses Segment von Lacey Evans ausgekotzt. Und dann gehen wir mal weiter zum Main Event of the Evening. Dem Men's Elimination Chamber Match zwischen Daniel Bryan, Samoa Joe, Kofi Kingston, AJ Styles, Jeff Hardy und dem besten Wrestler, den es natürlich gibt, Randy Orton. Nee, keine Ahnung, was der in diesem Match sollte. Das weiß ich nicht so unbedingt, aber das Match war ziemlich gut. Was ich zuerst ziemlich schade fand, dass nach 14 Minuten schon als erster Samoa Joe gepinnt wurde, nach dem Phenomenal Forearm von AJ Styles. Das fand ich ziemlich schade. Zweite, was ich sehr schade fand, war, dass Jeff Hardy nach 15 Minuten in dieses Match kam, dann direkt einen Spot rausgehauen hat. Einen sehr schönen Spot, nämlich eine Swanton Bomb vom Chamber Ding da, wo vorher er drin stand, also von dem Pot, auf den am Turnbuckle liegenden AJ Styles. Und das war's dann auch schon für Jeff Hardy. Denn genau nach diesem Spot wurde er 2,5 Minuten, nachdem er reingekommen ist, von Daniel Bryan nach dem Running Knee gepinnt. Ja, fand ich sehr schade. Und dann kam Randy Orton, hat direkt 2 Minuten, nachdem er reingekommen ist, ein RKO ausgeteilt und AJ Styles gepinnt. Ich weiß noch nicht, was das unbedingt sollte. Also dieses Booking in diesem Match fand ich nicht wirklich toll. Bis zur 24. Minute, wo dann Kofi Kingston Randy Orton eliminiert hat und dann noch glatte 12 Minuten mit Daniel Bryan weitergewrestelt hat. Es war super. Kofi Kingston hat in dem Match generell gut ausgesehen. Ein paar Spots gezeigt. Hat mir gefallen. Er war kurz davor, sogar den Titel zu gewinnen. Doch dann am Ende hat Daniel Bryan ihn doch noch gepinnt. Ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Running High Knee.
nach 36 Minuten. Sonst, das Match fand ich gut. Das Booking manchmal nicht ganz so gut. Einzige, was ich tatsächlich kritisieren muss, was das Booking angeht, da bin ich ein bisschen weg von dem, was Malu gesagt hat. Ja, es ist unheimlich kacke, dass man mal wieder Joe als erstes raushaut. Da bin ich voll bei dir. Ich finde es aber prinzipiell gut, dass hier quasi jeder eine Elimination im Prinzip hatte und nicht einer fünf und ja, Ende ist die Geschichte. So hat man alle brauchbar dargestellt. Schönster Moment für mich generell ist Kofi Kingston unter den letzten Zweien und dieser Spot von dem Pott runter, Alter. Ich habe gedacht, die brechen sich doch sämtliche Knochen dabei. Aber gut. Aber mein Moment des Abends tatsächlich war was ganz. Der Öko-Titantron. Alter, was geht denn mit der WWE ab? Das ist ja, oh Mann, ein Titantron für Daniel Bryan mit einem grünen Punkt. Was zur Hölle? Ich hab gedacht, das gibt's nicht. Mega gut. Also das mit, dass jeder einen eliminieren durfte, stimmt jetzt nicht so ganz, denn sowohl Samoa Joe als auch Jeff Hardy durften niemanden eliminieren. Deswegen. Ich meinte jetzt nur im Vergleich zu, dass nicht einer dabei ist, der vier Stück eliminiert hat, sondern ja, dass sich das wirklich 1-1 verteilt hat. Dann ist es eine gute Entscheidung gewesen, ja. Aber ich fand das Match auch nicht wirklich schlecht. Man hat jedem seinen Spot gegeben, würde ich jetzt nicht sagen, denn Samoa Joe hat recht wenig zeigen dürfen. Jeff Hardy hatte seinen einzigen Spot, das war's. Aber ansonsten war das Match eigentlich ziemlich gut. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, bevor die ganze Sache mit Kofi Kingston und Daniel Bryan am Ende war, fand ich den Frauenchamber besser. Ja, kann ich dir auch zustimmen. Ich fand den Frauenchamber auch besser, wenn man das mit Kofi Kingston mal außen vor lässt. Aber Daniel, was du so gesagt hast, was bei der WWE abgeht, dass man Daniel Bryan diesen neuen Titantron und so da gibt mit dem Öko-Ding da. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben bisher schon einen zweiten, wenn nicht sogar einen dritten Titel für ihn entworfen. Und den Rest haben Daniel Bryan zusammen mit Vince McMahon und dem Booking-Team weggeraucht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Schlimme ist, ich find's ja gut. Ich find die Idee dahinter ja sau stark. Aber gut, wir sollten die anderen auch noch zu Wort kommen lassen. Ja, ich fand das Ganze auch relativ interessant. Gerade, dass Samoa Joe so wenig Matchzeit hatte und sie nichts großartig zeigen durfte. Ja, manche Momente, gerade wo sie umgesprungen sind, dachte man, what the fuck, echt heftig. Aber ansonsten ganz interessant gewesen. Ja, schön, Daniel Titel, auch wenn das, ich finde das neue Image relativ seltsam oder lustig, so ein bisschen mit seinem Hanfgürtel. Da fragt man sich, ob er nicht mehrere von diesen Gürteln daheim liegen hat, um, wenn er Lust hat, zwischendurch wieder einen zu rauchen. Das ist eine Vermutung von uns, weil anders, da kann man so manche Sachen nicht erklären. Er raucht bestimmt mit Vince den einen oder anderen Titel. Aber gut, Jeff Hardy fand ich auch relativ gut. Jeff Hardy finde ich allgemein relativ gut. Ja, Randy Orton, wie die anderen schon gesagt haben, was sucht er in so einem Match? Aber gut, die WWE wird schon wissen, was sie tut. Oder auch nicht. Ich muss auch sagen, ich fand den Frauenchamber bis zum Ende besser. Dass er Morto als erstes eliminiert wurde, war jetzt meines Erachtens mir klar. Keine Ahnung warum, aber keine Ahnung. Es war mir halt von Anfang an klar, dass der als erstes eliminiert wird. Ist auch schade über Jeff Hardy, dass der so schnell eliminiert wurde. Aber aus wie vielen Running Knees am Ende Kofi Kingston rausgekommen ist. Und nach diesem SOS dachte ich schon, das war's. Dann kam mir noch ein Trouble in Paradise. Auch da ist Daniel Bryan ausgekickt. Also am Ende war das Match richtig spannend. Ich dachte auch schon, dass hier Kofi Kingston das Match gewinnen wird. Ja, stimme ich dir zu, Michi. Mit Jeff Hardy war natürlich schade, habe ich auch schon gesagt. Am Ende, das war sehr spannend gemacht, das stimmt. Und auch ich habe mich dabei ertappt zu denken, dass Kofi Kingston jetzt gleich den Titel gewinnt. Was dann leider nicht so gekommen ist, was ich schade finde, da ich mit dem neuen Daniel Bryan nichts anfangen kann. Aber ich wollte noch was zu Hergi sagen. Hergi, bist du dir echt sicher, dass die WWE weiß, was sie tut? Nein. Ich bin mir da nicht so sicher. Deshalb sagte ich ja, die WWE weiß was oder auch nicht, weil so ganz sicher bin ich mir da tatsächlich nicht. Ich habe aber tatsächlich auch noch was zu sagen. Und zwar, ich habe eine Vermutung, was Randy Orton in dem Match zu suchen hatte. Ich habe ja vermutet tatsächlich, dass auch der den Titel bekommt. Einfach, weil auch da wohl Verhandlungen mit der anderen inzwischen, muss man ja wirklich sagen, großen Company am Laufen sind. Und ich habe mir kurz überlegt, ob man auch hier wieder versucht, über mehr Titelspot und vielleicht sogar den Titel
einen Herrn Orton dazu bewegen möchte, seinen Vertrag zu verlängern. Er hat wohl noch nicht laut genug geweint, aber das wird dann wohl noch kommen. Mhm. Und Samoa Joe, ich mag den Typ. Also rein wrestlerisch mag ich den Typ wirklich. Aber ich habe auch höchsten Respekt vor ihm, dass er nicht schon lange von der WWE weg ist. Weil was die seit einem guten Jahr mindestens mit ihm veranstalten, ist eigentlich, wir führen die Kuh zur Schlachtbank. Du baust Fäden mit ihm auf, die im Vorfeld schon klar sind, dass er sie verliert. Dann steckst du ihn in ein Chamber-Match, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß noch nicht mal warum. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß es nicht. Und dann, ja, schmeißt du ihn quasi den Löwen zum Fraß vor. Er darf rein und er darf quasi wieder raus. Wenn ich Samoa Joe wäre, wäre ich schon lange weg. Kann ich dir noch zustimmen? Was man noch zu dem Titel sagen muss, es war eigentlich dann schon zu vermuten, dass Daniel Bryan den Chamber gewinnen wird. Und durch den neuen Titantron musste man es im Prinzip ja auch so aufziehen, dass er den Titel verteidigt. Dass es am Ende halt so spannend wird, hat, glaube ich, keiner von uns vermutet. Ja, das stimmt. Ja, der Titantron alleine ist aber keine Maßgabe dafür, dass er den Titel verteidigt. Der Titel an sich, da gebe ich dir recht, der Titel wäre ein Anzeichen gewesen, dass er den Titel verteidigt, weil warum sollte man den Aufwand betreiben, so einen Titel zu basteln, wenn der nach 4 Wochen keine Relevanz mehr hat? Da gebe ich dir recht. Aber diesen Öko-Titantron, den kann man mit Daniel Bryan, so wie er im Moment storyline-technisch gebuckt ist, den kannst du ja noch Wochen und Monate da oben einblenden. Das ist kein Problem. Das ist ja das, was ich schon gesagt habe, was sie am besten auch mit Kevin Owens als nächstes machen. Ihn mit in die Öko-Fehde mit einbauen. Aber da reden wir später drüber. Ja, jetzt haben wir auch ziemlich lange über dieses Match geredet. Ich würde dann einfach mal ein Schlussfazit von mir sagen über diesen Pay-Per-View. Ich fand den Pay-Per-View durchschnittlich. Manchmal vom Wrestlerischen her sehr gut, doch meistens viel zu vorhersehbar vom Booking her. Ich glaube ganz einfach, dass das auch so ein Problem unserer Zeit ist. Wenn es das Internet nicht gäbe, hätten wir wahrscheinlich den Elimination Chamber genauso gefeiert wie alles andere auch. Das Internet verrät einem viel zu viel und wir, die wir einen Podcast machen, holen uns natürlich im Vorfeld auch unsere Informationen. Das heißt, wir wissen so oder so schon viel zu früh eigentlich Sachen, die wir eigentlich gar nicht wissen wollen, weil ja, eigentlich sind wir ja auch Fans und als Fans wollen wir überrascht werden, aber als Podcaster holen wir uns halt Informationen und müssen dann damit leben. Durchschnitts-Pay-Per-View, wie eigentlich alle, ja, wie soll ich sie nennen, ohne beleidigend zu werden, ja, unwichtigen Pay-Per-Views tatsächlich, weil du hast halt deine 4 Großen, da wird ordentlich, einigermaßen ordentlich gebuckt und der andere Kram ist so für zwischendurch, einfach damit die WWE Geld verdient. Die funktionieren aber auch alle gleich und ja, hat mich jetzt nicht davon abgehalten zu sagen, ich werde auch den nächsten Pay-Per-View gucken, so schrecklich fand ich es nicht. Ich weiß, dass der Malu die darauf folgende Raw-Folge brauchte, um sich überhaupt wieder mit der WWE zu versöhnen. Mir geht das nicht so. Wir warten den nächsten Pay-Per-View ab. Also ich muss auch sagen, dass der Pay-Per-View jetzt doch nicht so schlecht war, wie ich am Anfang erst dachte. Klar, wenn man das als erstes so direkt sieht, ist man schon ein bisschen angefressen, sag ich mal. Aber der Pay-Per-View an sich war echt gut, bis auf die Booking-Entscheidungen, weil die waren halt wirklich zu vorhersehbar. Ich habe schon gesagt, gerade bei den Frauen-Chamber, man hatte die ganze Zeit gewusst, okay, Sasha und Bayley gewinnen den. Hätte man jetzt wirklich aus dem Nichts Mandy Rose und Sonya Deville gewinnen lassen, wäre schon was Geiles gewesen, gerade von der Überraschung her. Aber an sich war der Pay-Per-View gut, wrestlerisch nicht jedes Match, aber am Ende bin ich dann doch halbwegs zufrieden. Ja, ich fand an sich auch gar nicht mal so schlecht. Darf wahrscheinlich in der WWE ähnlich. Aber wie alle anderen gesagt haben, auch Daniel hauptsächlich durch das Internet, war er für uns leider viel zu vorhersehbar. Aber wir können leider nichts sagen. Wir informieren uns jetzt gar nicht. Sonst können wir euch ja in unserem Podcast keine Infos mehr liefern. Von daher wird es wenige Segmente geben, überraschen und spoilern. Ja, also ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Bis auf die paar Bullshit-Bookings mit Corbin, Strowman und das Raw Women's Championship Match. Was man aber noch dazu sagen muss, es sollte eigentlich ursprünglich das Tag Team Chamber der Frauen in der Main Event sein, statt des Mainer Chamber. Aber Vince hatte halt geglaubt, dass die Frauen nicht die Reaktion bringen, die er haben wollte. Und hat sich deswegen für das Mainer Chamber entschieden. Da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, schade drum, weil so ein neuer Titel als Main Event, geile Idee. Andererseits finde ich es gar nicht so verkehrt, weil wenn ich mir überlege, du sitzt als Fan 4, 5, 6, vielleicht sogar schon 7 Stunden da rum und
muss dir dann einen Frauen Tag Team Chamber geben, um einen neuen Titel, ist, glaube ich, als Fan relativ schwierig und dementsprechend auch die Reaktion zu geben, die es verdient hätte, ist relativ schwierig. Von daher, so hatte, denke ich, der Frauen-Chamber tatsächlich die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Und damit hat Vince, man möge mir bitte die Zunge rausschneiden, dass ich das sage, aber das erste Mal seit langem eine richtige Entscheidung getroffen. Ja, meinst du wirklich, Vince wollte irgendwie, dass die den Männer-Chamber sozusagen nicht mehr wirklich so interessiert? Nein, natürlich nicht. Aber du hast halt so gewährleistet, dass die Fans das Match um die neuen Titel auch tatsächlich verfolgen. So, natürlich hat Vince andere Beweggründe, aber aus der Fansicht war es das Beste, was Vince machen konnte, weil die Fans die volle Aufmerksamkeit auf den neuen Titel hatten und nicht erst 7 Stunden später, wo eigentlich jeder schon nach Hause will. Aber ich denke, wir sind jetzt soweit durch. Wir freuen uns jetzt tatsächlich auf Fastlane. Ich bin jetzt mal so kackendreist und verabschiede mich mal als erstes. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Jungs, wir müssen dann auch noch diskutieren, wann wir den aufnehmen. Ja, diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren, egal ob es auf SoundCloud, YouTube, wo auch immer. Und ja, macht's gut. Tschüss. Ja, so. Von meiner Seite dann auch. Habt noch einen schönen Tag und wir hören uns dann Anfang nächster Woche zu den Geschehnissen dieser Woche. Ja, also ich verabschiede mich dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns zuzuhören und ich bin dann auch weg. Ciao. Ja, auch von meiner Seite aus, ciao. Ich hoffe, euch hat der Podcast natürlich wieder gefallen. Auch wenn der Pay-Per-View jetzt vielleicht für manche nicht so sonderlich gut war, hoffe ich, dass er euch auch gefallen hat und dann sehen wir uns bei den Wochenshows wieder. Ja, auch ich verabschiede mich, hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Dieses Mal mit einer kürzeren Ausgabe, weil der Pay-Per-View nicht allzu lange ging. Ich glaube, das waren fast 3,5 Stunden mit einem der kürzesten Zeit lang. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn wir über die Wochenshows reden. Tschüss! Ach, wir sehen uns wieder? Machst du Kamera an, oder was? Hören uns wieder.